Und willkommen zurück zu Destiny 2, Leute. Wir machen mit der Quest heute einen Teil der Vergangenheit. Gib dich zu Rasputin. Das machen wir doch jetzt. Das Bild macht Gerät an, Leute. Dann geht's auch schon weiter. Dann schauen wir doch mal, was es dort erwartet. Und dann glaube ich, müssten wir auch schon den Mars abgeschlossen haben. Wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Würde alles sehr, sehr freuen. So, weiter geht's. Mit und zum Material natürlich. Wo müssen wir hin? Mal hier geht's rein. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Schreck mich nicht so, Mensch. Was ist denn das hier? Okay. Kann man scheint nichts machen. Wo kommt denn diese Firewall her? Sicherheitsmechanismus. Kabale dringt zu Rasputin vor. Die Kabale haben die Leitungen zu den Sicherheitsterminals getrennt. Ich schicke euch eine physische Kopie des Omnischlüssels. Dann hätten wir eigentlich. Okay, dann ganz schön lang zu halten. Kompletter Fail. Alter Schwede. Kann ich denn da runterfallen? Ich bin hier runtergefallen in den kleinen Schlitz da. Erledigen hier. Okay, sieht sauber aus.
abgeschlossen. Jetzt können wir mit Rasputin sprechen und erfahren, was hier drin ist. Warte, da kommt was. Laden wir alle Waffen nach. Ruhe, Puffy. Lade den Omnischlüssel hoch, dann können wir das Engramm öffnen. Läuft. Schaut richtig nice aus. So. Hoppla. Warte, warte, sag nichts. Ich will es selbst sehen. Okay, neue Quest verfügbar. Wir müssen wieder zu ihr zurück. Importen direkt. Ich hatte ja auch in den letzten Videos schon gesagt, wenn ihr mal Bock habt zu zocken, schreibt mich einfach an auf YouTube oder so und dann kann ich euch auch meine Steam-ID geben. Ja, stirbst du jetzt? Frage mal. Ich denke, das müsste es gewesen sein. So. Ich habe Rasputins linguistische KI programmiert. Rasputin hat einen blinden Fleck in seinem Systemspeicher als Hinweis genutzt. Das ist eine Antwort. Und ein Geschenk. Danke. Die Entwürfe, die du gefunden hast, sind etwas Besonderes.
Meine Schwester Elsie und ich haben an ihnen gearbeitet. Ich möchte nicht mehr alleine arbeiten, wenn es nicht sein muss. Ich dachte also, du könntest mir helfen, die Arbeit abzuschließen. So, darf ich jetzt lesen? Anna Bray. Rasputin hat den blinden Fleck in seinem Systemspeicher als Hinweis genutzt, um dir und Anna dabei zu helfen, Designs aus ihrer Vergangenheit zurückzubringen. Ihr habt eine neue Waffe geschmiedet und euch dabei geholfen, einen Entwurf wiederzuerlangen, den Anna und ihre Schwester Alice Bray designt hatten. Datenbergung. Rasputin aktualisiert das Ikelos-Protokoll und braucht spezielle Daten. Stelle dich den Kabal und der Schar. Besiege Schar und Kabale in Helas Becken. Besiege Kabale mit Präzisionsschüssen mit einer Ikelos-Waffe. Nähende Dämmerung. Dieses Modul versucht sich mit einem Telemetrienetzwerk zu synchronisieren. Clovis Bray hat früher als CB-NAV-System dafür konfiguriert, Daten für Kriegsgeister zu sammeln, aber momentan ist es zu sehr zersplittert, um es zu reparieren. Es die Telemetrie von Marspatrouillensignalen auszusetzen, könnte dem Modul ermöglichen, das zu finden, was es sucht. Also wir müssen Patrouillen abschließen. Okay, wir schauen mal. Hier haben wir schon was abgeschlossen. So, dann schauen wir noch mal, ob wir irgendwie Rüstung bekommen haben. Ja, haben wir. 880. Hier ist aktuell nichts Besseres. 897, eine Pistole. Und hier haben wir jetzt auch nichts Besseres. Okay, das passt schon mal. Okay. Ich kann jetzt aktuell den Ruf ein bisschen erhöhen. Sag mir, wenn du goldene Zeitalter-Technologie. Season-Rang, Aufstieg. Was haben wir denn? Ich muss zugeben, dass Rasputin sehr temperamentvoll sein kann. Aber kein Grund zur Sorge. Er will uns nur. Und die will ich noch ein bisschen warten. Das Upgrade-Modul. Ja, komm, das nehmen wir mal mit. So. Wir könnten ja mal schnell eine Patrouille starten. Eine weiß ich ja, wo die zu finden ist. Aktivität bei deinem Standorthüter. Sei vorsichtig. Oh, was mache ich denn? Ein paar Feinde besiegen ja. Komm, wir gehen gleich mal darüber. Ein bisschen schneller gehen. Das hätten wir schon.
Schauen wir gleich nach der nächsten Patrouille. Müssten wir jetzt eigentlich, schauen wir, genau, Patrouillen, machen wir das mal. Mal blöd, wenn man die irgendwie nicht sieht. Oder die übersieht man halt recht schnell. Die Patrouillendinger. Ah, es kann ja was werden, das Gidi. Patrouillen hier gefunden haben. Was ist hier der Plan? Die Schar ausmerzen. Das ist ein guter Plan. Wenn die Schar zurückkommt, sind wir bereit. Ich könnte feindliche Materialien für Forschungszwecke gebrauchen. Mach ich denn? Thank you.
sammle Schartafeln. Stirb, du scheiß Vieh. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt noch. Ich empfange leibeigenen Signaturen. Sie nähern sich schnell. Eine Patrouille abschießen noch. Was mache ich denn? Einfach mal hier weiter. Ich glaube, hier war noch gar nicht drin, oder? Ah, da scheint eine Patrouille zu sein. Sehr schön.
Ah, nee. Schon wieder rauszugehen. Schaut es geil aus. Wie geht's nicht weiter, oder? Oder geht's schon weiter? Wir gehen einfach mal. Okay, hier Schluss. Schade, ich habe gedacht, dass hier doch irgendwo eine Patrouille wäre oder so. Könnten wir noch mal schnell zum Anfang zurückschauen. Hier ist ein Strike drin, Healers Becken. Jetzt schauen wir, dass wir noch eine Patrouille machen. Und dann würde ich sagen, haben wir uns mal den Strike hier rein. Okay, also hier zurück. Ich glaube, das Healers Becken habe ich noch gar nicht gemacht. So. Vielleicht ist er nicht schon wieder aktiv. Ah, hier ist was. Da schau her. Ich entdecke seltsame Aktivitäten an einem Bray Terminal. Scanne es. Okay. Voll Event-Teilnahme, so ein Scheiß. So Leute, aber ich kann euch jetzt nicht helfen.
Okay, Questschrift, Nähernde Dämmerung. Wir hätten wir schon mal eins erledigt. Verlorene Sekte auf dem Mars, okay. Wir schauen mal, wie viele wir da brauchen. Ein verlorener Sektor, kann ja nicht so schwer sein. Na komm, den machen wir noch schnell. Ich weiß nämlich zufällig einen. Der müsste ziemlich zügig gehen. Ja, mit dem Mars geht's ganz schön ab, muss ich sagen. Und genau hier oben ist ein verlorener Sektor drin, Leute. Und ich zeige auch mal, wie ihr die erkennt. Und zwar erstmal an dem Zeichen hier. Und auf der Karte ist es natürlich auch das Zeichen. Und dann wisst ihr, aha, verlorener Sektor, alles klar. Nun, gehen wir mal hier rein. Zeigt jetzt auch gleich an normalerweise. Und zwar jetzt. Genau, Healersbecken. Verlorener Sektor. Hier ist auch ein, bloß wieder Feinde killen. Hier müsste auch schon eine Bossfight jetzt sein. Oh, ich kill mich selber, ich bin noch nicht ganz sauer. Bäh. Ist natürlich nicht gut, wenn man sich selber killt. So, das muss es gewesen sein. Also so ein paar kleine Viecher.
Okay. Öffne Inventar. Override-Frequenz. Ja, wir kommen den 900 schon näher. Override-Frequenz. Keine Ahnung, wo das jetzt sein soll. Auf Knoten zugegriffen. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Sind die komischen Kugeln da, die da immer rumschwirren? Kommen wir porten mal schnell raus. Ist wieder ein Ding. Da ist was. Passt auf, eine weitere Einspeiseanlage kommt auf euch zu. Schauen wir mal, ob wir das hier starten können, irgendwie. Dieses Mal brauchen wir keine Übersetzung. Die Luft fühlt sich anders an. Keine Sorge, das machst du schon. Raus oder was? Irgendwo war es ein komisches Ding. Ich sehe Solarbolzen in unserer Zukunft. Außerdem Ritter mit Splitterbolzen.
ein Ding wieder. Interessieren, wo das Set jetzt ist. Ja, das ist bloß ein Spawnpunkt, glaube ich. Ich will kein Event beitreten. Hier war nichts. Gewesen sein. Irgendwo hatte ich das Ding mal gesehen. Aber wo? Ja gut, Leute, ich glaube, wir suchen uns sonst hier einen Wolf. Ich werde jetzt mal Schluss machen für heute. Und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann schauen wir vielleicht, dass wir das in der nächsten Folge lösen können, dieses Rätsel. Und dann, ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.